Wie animierte GIFs als YouTube-Banner? Das geht jetzt? Jawohl, die 90er Jahre haben ihre Technik wieder rausgelassen. Tja, und damit dann hallo und guten Abend YouTube zur YouTube-Lupe 76. Und heute soll es darum gehen, dass auf YouTube jetzt die Möglichkeit besteht, animierte GIFs als Banner einzusetzen. Gut, jeder, der jetzt in den 90ern oder Anfang der 2000er im Internet war, der wird jetzt wahrscheinlich vor Schrecken wieder gleich unter das Bett irgendwo kriechen, weil animierte GIFs, die waren damals nicht unbedingt so die schönsten. Letztendlich, man muss aber auch ehrlich sagen, ich habe das ein oder andere auch schon mal so ein bisschen gesehen jetzt auf YouTube. Es bietet ein gewisses Potenzial. Ich möchte jetzt hier im Detail gar nicht darauf eingehen, wie konkret ihr ein animiertes GIF erstellt. Dafür gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, beziehungsweise genügend Möglichkeiten hier auf YouTube. Das Hochladen des Banners ist dann ganz normal, wie bei jedem anderen auch. Seht ihr jetzt hier auch immer schön an der Seite eingeblendet. Und dann habt ihr am Ende einen schönen animierten Banner auf eurem Kanal, auf der Webseite, beziehungsweise dann auch in den mobilen Browsern. In der mobilen App funktioniert das leider nicht und auf dem TV, ja gut, da habe ich keine YouTube-App und kann das nicht direkt nachprüfen. Und über Chromecast ist der Kanalaufruf, glaube ich, so direkt nicht möglich. Aber egal. Kurze, aber wichtige Randnotiz: In den nicht zu verachtenden Channel Cards wird ebenfalls momentan keine Animation abgespielt. Und in jedem Fall, wenn euer GIF nicht als Animation dargestellt wird, wird nur der erste Frame angezeigt. Das sollte für die Gestaltung dann also ganz besonders wichtig sein hier. Ich sehe das Ganze insgesamt sehr zweischneidig. Einerseits bietet das Ganze durchaus gute Animationsmöglichkeiten, ein bisschen Individualität in seinen Kanal reinzubringen. Ich verlinke euch da mal ein Video bzw. einen Kanal, der hat das Ganze relativ gut umgesetzt mit einer guten Idee und das Ganze somit dann auch sehr dezent eingesetzt. Allerdings, ich kenne noch so ein bisschen die Anfänge des Internets, auch wenn ich nur Jahrgang 90 bin, aber man kriegt ja dann doch schon einiges mit aus diesen frühen Zeiten. Nein, GIF-Animationen waren nicht immer schön. Und ich befürchte ganz einfach, dass so ein leichter Trend auch wieder in so übertriebene Animationen da wieder hineingeht. Also man muss hier wirklich sehr vorsichtig damit umgehen, dass das Ganze nicht zu sehr stören wird. Ich bin auch mal gespannt, wie YouTube langfristig damit umgehen wird, ob das Feature auf Dauer drin bleiben wird, ob es in der App noch nachgereicht wird. Ja, und das war es im Wesentlichen. Das wollte ich jetzt euch nur mal so zwischen den Prüfungen mitteilen, auch wenn ihr das sicherlich schon das ein oder andere Mal irgendwo im Internet gelesen habt. Wurde ja auch relativ unscheinbar letztendlich möglich gemacht, dieses Feature, ohne großartige Ankündigungen seitens YouTube. Von daher war es das jetzt fürs heutige Video. Ich werde jetzt mal wieder zu den Prüfungen übergehen müssen, leider. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen, weitergeholfen, informiert. Wenn ja oder wenn nein oder ihr noch irgendwas zu sagen habt, dann quatscht es mir unten auf die Mailbox. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.